Sag mal, Uwe, du bist ja schon ein bisschen länger dabei als wir, oder? Wie lange machst du das hier schon? Oh, so ganz genau weiß ich das nicht, aber angefangen habe ich mit dem Kinderturnen. Mit meinem Sohn, ich als deutscher Turner, musste natürlich auch einen Turner in die Welt setzen. Und wie das bei so deutschen Turnern, so jüngeren ist, haben die so mit 14 keine Lust mehr. Und dann wollte ich eben aufhören mit dem Kinderturnen. Und da kam Oskar Stensch, der sagte sich, da haben wir einen Beamten in Göttingen, den wollen wir mal behalten. Und sagte, willst du nicht was anderes machen? Da habe ich kurz nachgedacht, da habe ich gedacht, ja, gut, dann gründe ich eben eine Trampolingruppe. So ist es dann geschehen. Was macht euch am meisten Spaß? Ein Salto und das Aufwärmen nicht. Kann ich verstehen. Und bei dir? Ja, also auch Saltos und dass man das auch hier alles nochmal so perfektioniert. Wie lange macht ihr hier schon mit? So ungefähr ein Jahr. Ja, also wir haben zusammen angefangen. Habt ihr denn auch einen Lieblingssprung? Ja, also ich mag Rückenhalbstand sehr gerne. Kannst du das einmal kurz erklären? Ja, also man springt im Rücken und dann aus dem Rücken gleich einen halben Dreher. Oh, das klingt interessant. Und wie ist es bei dir? Ich mag Vorwärtsseite sehr gerne. Und kannst du einmal sagen, worauf man dabei achten muss? Ja, also man muss hoch genug springen und man muss sich schnell genug drücken. Ihr beiden trainiert das hier. Wann und wo findet denn das Training statt? Traditionell dienstags und donnerstags nachmittags ab 15 Uhr für die kleinen Kinder und donnerstags zieht sich dann bis auf ältere springen dürfen. Und die kleinen Kinder, das heißt was? Wie alt sollte man ungefähr sein, um hier mitspringen zu können? Eigentlich ist das Alter nicht so wichtig, in etwa ab 8 Jahre, aber günstig und Voraussetzung ist auch, dass die Kinder motorisch schon einigermaßen beieinander sind und eine Stabilität auch entwickelt haben. Okay, und können Sie denn dann auch an irgendwelchen Wettkämpfen mit teilnehmen? Ja, wir haben zwei Einstiegswettkämpfe im Jahr und da können dann alle, die 10 Sprünge hintereinander turnen können, schon mitmachen. Das klingt gut, Dankeschön.